Hallo und herzlich willkommen zur Folge 114 des Computer Club 2. Ich bin nicht allein, deswegen zwei, da ist noch der zweite. Hallo, auch ich sage herzlich willkommen. Hör mal, Wolfgang, ich habe mich seit dem letzten Mal versucht, hier mit dem Buch zu befassen und... Ist ja das Gleiche wie beim letzten Mal. Das ist das Gleiche, ich habe es aber immer noch nicht richtig kapiert. Aber der Trend geht doch zum Zweitbuch. Ja, dann müssen wir den Markus mal fragen, ob er vielleicht ein zweites Buch schreiben will. Außerdem ist das sowieso in Englisch. Aha. Weil es wissenschaftlich ist. Und ich habe das nicht kapiert, deswegen haben wir ihn gebeten, noch mal vorbeizukommen, uns was zu erzählen. Wir machen aber hier keine persönliche Nachhilfe für dich. Die habe ich aber nötig. Aber in dem hohen Alter bereite dich mal auf die Rente vor. Ja, das mache ich ja schon, aber in der Rente kann man ja auch weiter studieren. Dann würde ich dich bitten, geh doch zu deinem geschätzten Studiogast, der hilft dir bestimmt weiter. Weiterhelfen, das ist so eine Geschichte. Also ich habe mir mal so ein paar Themen da ausgesucht und ich bin darauf gekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, eine einfache Möglichkeit gibt, mit Mikrocontrollern auch C zu lernen, die in C zu programmieren. Und da habe ich einen Kurs gefunden, den finde ich ganz gut, auch wenn da ein paar Dinge drin sind. Sprechen wir nachher drüber. Jetzt hören wir erstmal, was die beiden zu sagen haben. Ja, hallo Markus, herzlich willkommen nochmal. Ich habe ja gesagt, ich habe versucht, das Buch zu verstehen, bin zweiter Sieger geblieben. Du hast es geschrieben, du kannst uns das erklären. Letztes Mal haben wir über neuronale Netze gesprochen und dabei fiel eben ein bisschen an sich Chemiker von Hause aus oder Chemoinformatiker, dass Moleküle und Andocken und Lernen und sowas. Vielleicht erklärst du uns da mal ein bisschen mehr zu. Mhm. Wir hatten ja gesehen bei den neuronalen Netzen, dass man die sehr schön verwenden kann, um Computer lernfähig zu machen, um Computerprogramme zu erzeugen, die in der Lage sind, Dinge zu erlernen. Und das kann man jetzt in vielen Bereichen einsetzen. Bilderkennung, Schrifterkennung gehört dazu, aber eben auch in der Pharmaindustrie, wo es darum geht, neue Wirkstoffe zu finden. Die Suche nach neuen Wirkstoffen ist normalerweise etwas, was sehr, sehr langfristig ist, sehr teuer ist. Und hier kann man auch wieder künstliche neuronale Netze verwenden, damit der Computer sozusagen Zusammenhänge zwischen der Wirkung eines chemischen Moleküls erkennt und der Also nicht nur Tierversuche und ausprobieren und nochmal eine Versuche, nochmal eine Verbindung ausprobieren, sondern das kann man richtig berechnen. Das kann man richtig vorab berechnen. Ist das sowas, wie man hier sieht, herauszufinden, auf dem Bildschirm? Ob solche Moleküle überhaupt, ob es überhaupt Sinn hat, diese Moleküle weiter zu verfolgen. Also geht man erst den theoretischen Ansatz mit dem Computer und hinterher versucht man dann, ob es praktisch auch das stimmt, was der Rechner ausgerechnet hat. Das überprüft man dann vorsichtshalber. Und damit spart man natürlich auch eine Menge Forschungskosten. Und wenn wir solche Moleküle ansehen, dann ist natürlich immer die Frage, wie können wir solche Daten im Computer repräsentieren? Und wenn wir uns das hier mal anschauen auf dem Bildschirm, ich habe hier mal ein Programm mitgebracht, das ist von der Firma Molsoft. Die stellt also eine ganze Reihe von solchen Tools her, die für den Biochemiker oder auch den Pharmazeuten von Interesse sind. Das ist übrigens ein Programm, der Mol-Browser, ICM-Mol-Browser, den man auch als Privatperson umsonst bekommen kann. Kann man sich also herunterladen. Kann man sich seine eigene Moleküle bauen. Und kann sich hier genau eben solche Dinge mal genauer angucken. Und wir kennen ja aus der Schule immer diese Moleküle in diesen Strich. Zeichnung. Ja. Und tatsächlich sind das ja nicht zweidimensionale. Und wenn das so Sechsecke sind, das sind das irgendwelche organischen Verbindungen. Genau, das sind organische Verbindungen. Ja. In dem Fall handelt es sich um Steroide, also um Hormone. Und tatsächlich liegen die natürlich nicht in zwei Dimensionen vor, sondern die sind eigentlich dreidimensional, so wie man das hier sieht. Man müsste die ja eigentlich hier so im Raum drehen können. Man sieht, die sind dann gar nicht flach, sondern in drei Dimensionen ausgeprägt. Jetzt muss ich so etwas also im Computer repräsentieren. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Zumal ist das immer noch nicht ausreicht, denn wie wirkt eigentlich ein Arzneimittel? Und dazu schauen wir uns am besten mal eine Grafik an. Und was wir hier sehen, ist im Hintergrund ein Protein, also eine Anreihung von Aminosäuren. Proteine steuern im Körper die meisten Vorgänge. Und wenn ich jetzt ein Arzneimittel zu einer Wirkung bringen möchte, dann kann ich es so machen, dass ich dieses Protein in seiner Wirkung behindere. Beispielsweise, wenn das Protein dafür zuständig wäre, Nervenreizleitung zu ermöglichen, könnte ich jetzt ein Molekül basteln, was dieses Protein blockiert und damit eben ein Schmerzmittel erzeugen. Ne? Und dazu muss ich mir jetzt genau angucken, wie ein solches Protein überhaupt aussieht. Das heißt, ich muss mir die Oberfläche dieses Moleküls anschauen. Und was wir hier in der Mitte sehen, ist ein Wirkstoff, der genau hier reinpasst in eine solche Tasche. Ich muss den jetzt also so formen. Also jetzt für mich sieht er aus wie ein paar Striche in einer grünen Landschaft, also in einem Protein.
Das ist vollkommen richtig. Das ist letztendlich nichts anderes als ein paar Striche in einem Protein. Wir gucken mal ein bisschen näher drauf. Das heißt, wir schauen uns das mal hier so ein bisschen im Detail an. Was wir hier in der Mitte ganz groß sehen, das ist der Wirkstoff. Mhm. Auch hier ist es ein hormonähnlicher Wirkstoff. Das musst du schon mit der Maus zeigen. Und was man drumherum sieht, das ist sozusagen die Tasche in diesem Protein, wo dieses Molekül jetzt reinpassen soll. Also die Oberfläche eines Moleküls ist also, eines Proteins ist nicht eben, sondern da gibt es eben Vertiefungen und in die Vertiefung, wenn man was reinpasst, kann man reinschmeißen. Genau. Sehr vereinfacht gesagt. Es muss sozusagen, man spricht ja dann auch immer von diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also das Arzneimittel muss jetzt ein Schlüssel sein, der genau in dieses Schloss reinpasst. Wie kriege ich sowas jetzt entwickelt? Und vor allem ist natürlich die Fragestellung dahinter, wenn ich jetzt hier beispielsweise auch meine künstlichen neuronalen Netze verwenden möchte, damit der Computer hier einen Zusammenhang zwischen Wirkung und Wirkstoff erlernt, muss ich dieses Molekül in irgendeiner Form repräsentieren. Mhm. Das kann ich ganz schwierig nur machen, denn wenn wir uns das mal anschauen, und jetzt gucken wir noch mal in diese Software rein, und zwar jetzt mal in eine Ansicht eines Proteins. Das ist hier jetzt mal vereinfacht. Das ist von Karneval übergeblieben, das sind Luftschlangen. Ganz genau, so sieht es aus. So stellt sich der Biochemiker ein Molekül vor. Man geht hier nicht mehr hin. Ist das jetzt ein Modell oder sehen die wirklich so aus? Die sehen prinzipiell natürlich wirklich so aus, aber das hier ist ein Modell, was zeigt, was Dinge vereinfacht anzeigt. Denn normalerweise hätten wir hier ganz, ganz viele Striche von den ganzen Atomen und den Bindungen. Und damit man eben solche großen Moleküle auch noch überschaubar hält, zeigt man hier sozusagen nur noch Reihen von Aminosäuren an, die werden jetzt in Form dieser Schleifen dargestellt. Was aber jetzt eine Besonderheit ist hier, ist Folgendes. Wir haben hier eine Stelle, und das kann ich jetzt hier mal anzeigen, hier drin, das sieht man jetzt hier angedeutet, ist eine Stelle, da kann ein Wirkstoff rein docken. Das ist sozusagen also diese Dockingstelle. Und ich werde jetzt mal diesen Wirkstoff hier reinsetzen. Hier ist jetzt dieses Hormon, dieser Hormonwirkstoff. Ne? Wir sehen die Ähnlichkeit zu den vorherigen Molekülen, ist jetzt hier drin. Und jetzt schalte ich mal das drumherum aus, dass wir nur diese Dockingstelle sehen. Und jetzt sieht man auch hier. Jetzt, Moment, das ist jetzt, was wir sehen. Außen dieser bunte Mantel ist ein Teil des Proteins. Richtig. Und in das Protein werden jetzt die, vereinfacht gesagt, die Striche rein. Genau, da muss jetzt das neu berechnete Molekül reingesetzt. Mhm. Da muss jetzt dieser Wirkstoff genau reinpassen. Mhm. Und um diese Information mit dem Computer zu verarbeiten. Das sieht jetzt hier auf dem Bild ganz hübsch aus. Ja. Nur das ist ja keine Information, die der Computer so verarbeiten kann. Das kann er darstellen, das kann er auch schön drehen. Nur noch habe ich jetzt nicht wirklich Informationen über das Molekül. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das passt jetzt schön rein, das Molekül. Woher weiß ich denn, was da passiert? Ich kann ja irgendwie ein Molekül zusammenbasteln, das passt schön rein, weiß aber nicht, was denn passiert. Ja, es ist natürlich so, dass letztendlich kann man hier nur vorab schon mal versuchen, passende Moleküle zu finden und muss dann natürlich letztendlich schon in den klinischen Tests das Ganze auch nochmal überprüfen. Also um die klinischen Tests kommt man nicht drum herum. Die Frage ist halt hier, wie stelle ich ein solches Molekül sinnvollerweise im Computer dar, um damit solche künstlichen neuronalen Netze zu trainieren. Und dann gucken wir nochmal, werfen wir nochmal einen Blick auf die Präsentation. Und jetzt möchte ich hier mal eins weiter springen, möchte ich hier mal ein Molekül zeigen. Das sieht eigentlich aus wie ein Fußball. Genau. Und das ist ein Molekül, das ist sehr, sehr klein. Das ist also im Bereich von Nanometer. Also nichts für ein Fußballstadion. Das ist nichts für ein Fußballstadion. Interessanterweise reagiert dieses Molekül tatsächlich ganz ähnlich wie ein Fußball, also was die Flexibilität angeht. Mhm. Ist auch genauso aufgebaut wie ein Fußball, ist also mit sechs Ecken und fünf Ecken aufgebaut und ist nur Kohlenstoffatome. Es sind also nur Kohlenstoffatome, die hier untereinander verbunden sind. An dem Beispiel möchte ich mal zeigen, wie man ein solches Molekül im Computer repräsentieren kann. Denn diese 3D-Darstellung, so kann ich gar nicht verarbeiten. Was ich aber machen kann, ich kann eine mathematische Funktion daraus bauen. Das ist das, was wir hier sehen. Und zwar gibt es hier verschiedene Peaks, verschiedene Intensitäten. Und die zeigen jetzt an, bestimmte... Was heißt Ladungen oder was sind das? Das sind Distanzen in diesem Molekül. Okay. Wenn wir jetzt hier angucken, wir sehen immer so einen Ausschnitt aus diesem Fußball. Und wir sehen jetzt hier die beiden gelben Punkte. Diese Distanz zwischen den beiden Atomen, die ist hier dargestellt worden. Was ich hier sehe, ist nichts anderes als eine Häufigkeitsverteilung von Distanzen in einem Molekül. Der Vorteil ist jetzt folgender. Diese Funktion, die kann ich auf eine bestimmte Länge bringen
und kann also alle Moleküle, die ich verarbeite, auf die gleiche Länge bringen und kann damit die Moleküle untereinander vergleichen. Mhm. Das kann ich nur deswegen machen, weil ich dann mehrere solcher mathematischen Funktionen habe. Denn normalerweise müsste ich ja Moleküle überlagern, um die miteinander zu vergleichen. Wenn ich aber eine solche mathematische Funktion daraus mache, kann ich jetzt mehrere solche erzeugen und die miteinander vergleichen. Aber die sagt mir ja nur irgendwas über die Dimensionen aus. Das sagt nur etwas über diese dreidimensionale Struktur aus. Mhm. Man muss dann diese Funktion noch erweitern mit Eigenschaften zum Beispiel dieser Atome. Ladungen beispielsweise gehören dazu. Die sind ganz besonders wichtig. Und kann damit dann ein Molekül repräsentieren. Ich zeige das mal hier in der 3D-Darstellung. Oh. Das ist eine zweidimensionale Radialfunktion, nennt man so etwas. Und das ist eine Repräsentation eines Wirkstoffs im Computer. Mhm. Wenn ich jetzt alle meine Wirkstoffe in dieser Repräsentation hinterlege, kann ich sozusagen diese Kurvenverläufe miteinander vergleichen. Kann man damit auch die Ähnlichkeit von Wirkstoffen feststellen? Ganz richtig. Und das ist ja vor allem dann interessant, wenn ein Wirkstoff plötzlich nicht mehr wirkt, weil beispielsweise eine Mutation von Bakterien oder auch bei Viren dazu geführt hat, dass der Wirkstoff einfach nicht mehr die Effektivität zeigt. Das heißt, wenn die Dockingstelle ist nicht mehr da. Ist nicht mehr dieselbe, sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, ich muss jetzt mein Molekül ein klein wenig auch verändern. Und um so etwas dann zu untersuchen, kann man mithilfe der künstlichen neuronalen Netze und dieser sogenannten Deskriptoren, dieser Funktionen, also Moleküle untereinander im Computer vergleichen. Dann schmeißt man in diese neuronalen Netze diese Verteilkurve, diese Distanzkurve oder Ladungskurve rein und lässt die ja gegen was denn lernen? Naja, man lässt die gegen die biologische Aktivität lernen. Das heißt, man weiß zum Beispiel, ob ein Stoff biologisch aktiv ist oder nicht, trainiert damit das neuronale Netz für eine bestimmte Stoffgruppe und kann jetzt einen neuen Stoff aus dieser Stoffgruppe verwenden, um eine Vorhersage machen zu lassen, Ich gehe mit einem bekannten Molekül, das ich habe, gehe ich in diese Versuchsreihe quasi rein, lasse die im Computer analysieren und schaue, ob die dann in meine Docking Station oder in meinen Dockingpunkt ranpasst. Das ist im Prinzip, wie wir Menschen eben auch lernen. Wir lernen ja auch aus Beispielen. Ne? Wenn man mal an ein Baby denkt, das lernt laufen, das lernt sprechen, das lernt es anhand von Beispielen, die es hört. Und dann passt sich eben das neuronale Netz im Gehirn an. Und genauso können wir das hier auch machen. Wir müssen Moleküle mit in den Computer reingeben und müssen die entsprechende Wirksamkeit, positiv oder negativ, mit reinbringen und dann das Ganze erlernen lassen. Und das wird in der Wirklichkeit so eingesetzt? Das wird tatsächlich so eingesetzt. Und das funktioniert auch? Genau, die Basis für dieses Buch war eben auch eine dieser Untersuchungen, die ich halt während der Promotion gemacht habe. Markus, ganz herzlichen Dank erstmal. Sehr gerne. Jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das wieder ganz anders ist. Der Wolfgang hat uns wieder Hardware mitgebracht. Er hat uns Software mitgebracht. Oder? Oder Hardware. Oder wir machen oder den Vermittler dazwischen. Eine Quizfrage daraus. Machen wir eine Quizfrage daraus. Ja, also mitgebracht habe ich auf jeden Fall etwas. Und zwar AVR-Mikrocontroller in C programmieren. Ich bin immer wieder gefragt worden, wie macht man das eigentlich? So diese Mikrocontroller, das Programmieren damit. Ich kann C, wie kann ich die denn in C programmieren? So, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ja dafür im Prinzip C, allerdings eine angepasste Version. Angepasst aus dem Grund, weil ich brauche ja ein paar Funktionen, die ich mir selbst in C natürlich schreiben könnte. Aber zum Beispiel Ports. Datenrichtungsregister einstellen, das heißt, welches Port ist Input, welches Output, Analogports abfragen und so weiter, Pulsweitenmodulation. All diese Sachen gibt es in dieser angepassten Version, ganz einfach Funktionen und Befehle letztendlich und da kann ich das Ding wunderschön bedienen. So, jetzt habe ich gedacht, okay, gucke ich mir das Ding mal an. Da ist ein guten Tag draus geworden oder etwas mehr, weil das ist derart umfangreich, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn wir auf den Bildschirm schauen, man kann das entweder online machen oder man lädt es sich herunter auf den eigenen Rechner, habe ich hier in dem Fall gemacht. So fängt er dann an und jetzt kann ich hier reingehen. So, Inhaltsverzeichnis, die üblichen Geschichten, die ich dann habe und dann kommen die einzelnen Lerneinheiten. Als erstes geht man auf das Board, was man hat, das wird auch mitgeliefert, dieses Freeduino-Board, wie es hier genannt wird. Und dann fragt er mich immer, ob ich da weitermachen will, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Die Bauelemente werden identifiziert, welche auf dem Board sind.
Sie werden einzeln erklärt, ich kann draufklicken und er sagt mir, was sind das nur alles für Dinge und da, wo ist der Reset-Taste und so weiter. Interaktiv in Flash gemacht, leider, aber das ist dafür wahrscheinlich die beste Lösung, die wir überhaupt haben. So, und wenn wir jetzt nun weitergehen, dann finden wir ganz, ganz viele Erklärungen, auch zu den Prozessortypen, die es gibt und wie die ganze Geschichte läuft. So, jetzt wollen wir irgendwann mal anfangen, nachdem nun das Board vorgestellt worden ist. Hier wird noch erklärt, wo denn Mikrocontroller überall drin sind und welche Prozessortypen und was ein Mikroprozessor ist und was ein Mikrocontroller ist. Und dann kommen wieder Praxisübungen. Und jetzt hoffe ich ja mal, nee, jetzt kommen erstmal, dazwischendurch kommen immer wieder Aufgaben. Das wird abgefragt, das Wissen. Da muss ich erst einen Kritikpunkt ansetzen. Mir ist es oft genug passiert, dass ich irgendwas angeklickt habe und hinterher hat dieses Teil behauptet, ich hätte was anderes angeklickt. Zum Beispiel Auswahlkriterien für Mikrocontroller kann man Speicher Typen anklicken. Ist natürlich Quark. Ich will Ports haben und so weiter. Und das behauptet er, würde ich anklicken, ist aber nicht der Fall. Ist der eine Geschichte. Eine andere Geschichte, aber die kann ich Ihnen ja vielleicht mal zeigen. Die ist auch ganz lustig. Hier zum Beispiel, Kapitel 1. In welchen Anwendungsgebieten werden bevorzugt Mikrocontroller eingesetzt? Habe ich angeklickt hier zum Messen, Steuern und Regeln. Bin ich auch wirklich richtig. Und was sagt dieses Teil? Es behauptet, richtig sei als Großrechner, ein Mikrocomputer als Großrechner. Da bitte ich also doch einfach nochmal darüber nachzudenken und diese Sachen zu überarbeiten, denn das macht den Gesamteindruck nicht kaputt. Nein, nein, es schmälert auch eigentlich das Paket in seiner gesamten Komplexität nicht. Dazu kommt, dass einige Sachen sich auf ein anderes Board beziehen, und zwar auf eins mit einem Dual-Inline-Controller. Den haben wir hier nicht drauf. Wir haben hier den ATmega 168, der hier drauf ist, der hier bestückt ist. So, da muss auch nachgearbeitet werden. Der ganze Rest, alles was so ist, ist einfach schön gemacht. Ich muss natürlich als erstes, wie das so üblich ist, dieses MPROC laden und muss es installieren und ausführen. Damit kann ich jetzt den USB-Controller auf dem Board erzählen, wie er heißt, was er ist, wie schnell und so weiter und so weiter. Da kann man nach der Anleitung wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Die Bilder des Programmes, mit dem ich das mache, sind in der Anleitung drin. Das ist also wunderbar. Man kann auch wieder zurückgehen und wieder vorgehen und gucken. Nur Windows ist ein bisschen doof, weil es eben nur eine Arbeitsfläche hat. Unter Linux wäre es schöner, aber läuft nicht unter Linux. So, dann, wenn ich den ganzen Kram hier eingestellt habe und habe die Sachen rübergeschickt, dann bin ich im Prinzip schon fertig. Dann kann ich schon das mitgelieferte Programm, welches mit dem Arduino zusammenarbeitet, starten. Und das legt dann schon einen leeren Sketch an und mit Datum und so weiter. Muss jetzt hier, wie üblich, nachdem ich vorher Windows abgefragt habe, sag mal, auf welchem virtuellen COM-Port hängt denn nun dieser USB-Anschluss, kann ich jetzt hier erstmal einstellen das Board. Da haben wir hier den Arduino Dissimilia und was weiß ich, wie das Teil heißt, ATmega 168. Vorsicht! Es gibt mehrere 168, es muss der sein. Auch das ist in der Anleitung gut angegeben. Und hier bekomme ich jetzt gesagt, COM-Port, auf welchen COM-Port hängt dieser Eumel? Das ist der COM-Port 9, gestern war es noch 8, heute 9, naja, Windows. So, wenn ich jetzt hiermit fertig bin, dann kann ich mir ganz einfach mitgelieferte Programme schon mal laden. Hier so einfache Sachen wie Blink-Programme oder ähnliches. Und da kann man schon die Struktur sehen, dass die Struktur wirklich sehr einfach, übersichtlich und klar zu erkennen ist. So, und jetzt geht es in der Anleitung interaktiv quasi weiter. Moment, wo waren die Beschimpfungen? Nicht die Beschimpfungen. So. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Sachen, die mitgeliefert werden. Das ist also ein ganzer Haufen. Das sind einmal Taster. Das ist hier eine RGB-LED, deswegen hat die vier Beinchen. POTIs, ELKOs, viele, viele, viele Leuchtdioden, ein Fototransistor. Was ist ein Fototransistor? Das ist ein fotoempfindliches Bauelement, welches empfindlicher ist als eine Fotodiode.
Dann ein paar Kondensatoren und so weiter. Ach so, hier noch ein piezoelektrischer Schallwandler, also so ein Pieper oder sowas. Ein bisschen Draht. Wichtig ist das Steckbrett. Und hier eine Dot-Matrix-Anzeige. Jetzt habe ich die schon hier drauf gemurkst. Wieder runterholen. So sieht dieses Teil aus. Damit kann man also quasi jedes Zeichen darstellen. Man kann sogar quer zwei Ziffern nebeneinander oder zwei Zeichen nebeneinander darstellen. Zum Beispiel für Anwendungen wie Thermometer oder sonst was. Ja, ein NTC-Widerstand ist auch dabei. So ein Ding, was seinen Widerstandswert ändert mit sich ändernder Temperatur. So ist es richtig. Ich glaube, da liegt er. Ich fische den mal raus. Dann zeige ich Ihnen den. Dann hat die Kamera nämlich frei. Die muss nämlich gleich woanders hin, die die großen Aufnahmen macht. So sieht der aus. Und jetzt kann ich den natürlich hier so draufstecken und kann anschließen an das Board mit dem Draht und kann mitgelieferte Programme einfach da draufschieben auf den Controller und kann dann die Temperatur messen und zum Beispiel über diese Dot-Matrix-Anzeige anzeigen lassen. Also, ein Paket. Wenn Sie das durchgearbeitet haben, wir kommen am Ende, ganz, ganz weit am Ende, da müsste ich also wirklich endlos lange jetzt hier durchklicken, kommen wir dann auch wirklich zu C. Es werden die Bauteile und so weiter erklärt. Und wenn wir dann bei C angelangt sind, dann wird auch erklärt, wie die einzelnen Befehle sind. Der Unterschied zwischen Assembler und C, für mich ein bisschen unscharf, aber es wird auf jeden Fall klar gemacht, es geht ja auch nicht um Assembler, sondern es geht ja um C. So, und dann kontrollieren Sie Ihren Lernerfolg. Da sind auch noch manchmal so Sachen drin, dass er mir unterschiedlich hätte was Falsches angekreuzt, obwohl ich es gar nicht gemacht habe. Und dann kommen wir ganz zuletzt noch zu einem Ausblick. Also, so sieht das Teil übrigens hier aus, falls es Sie mal interessieren sollte. So, wenn Sie ernsthaft solche Teile programmieren wollen, in C programmieren wollen und kein C können, oder? C können, dann sind Sie viel schneller durch. Dann können Sie hier die Lerneinheiten wirklich Stück für Stück durcharbeiten. Ich weiß noch nicht mal, wie viele es sind. Es sind unendlich viele. Sie können damit Digitaluhren programmieren, alles vorbereitet, dass es wirklich dann auch einfach lauffähig ist. Sie können externe Spannungsversorgung, wie die angeschlossen wird. Sie können schalten, Sie können Pulsweitenmodulation machen. Sie können quasi dimmen, Helligkeit. Es geht sogar so weit, dass PC-Programme dabei sind, dass Sie mit der Maus auf so einem grauen Feld herumfahren und dann angeschlossene Leuchtdioden, die hier irgendwo dann da draufstecken, ihre Helligkeit ändern, je nachdem, wie Sie da drauf mit dem Mauszeiger rumfahren. Also die Interaktion zwischen einem PC und ihrer externen Platine und dazu nochmal extern das Steckbrett, wo Sie die Sachen aufgebaut haben. Alles so einfach erklärt, im Bild erklärt, von wo nach wo muss welcher Draht, welche Leuchtdiode kommt woran, was ist, wenn es nicht funktioniert, hast du die Leuchtdiode wieder verkehrt rum draufgesteckt oder sonst was. Was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, diese RGB-LED, also eine Leuchtdiode, die quasi das volle Farbspektrum durch Mischen von Rot, Grün und Blau machen kann. Die kann man steuern damit und lauter solche Sachen. Wer das durchgearbeitet hat, und der hat sicherlich mal einen Monat jeden Abend ein paar Stunden dran gesessen, aber nicht nur das, sondern der kann behaupten, er könnte AVR-Mikrocontroller in C programmieren. Denn es ist so gut, dass man die kleinen Lässlichkeiten, die kleinen Fehler, die da drin sind, die Sie selbst lernen, vielleicht haben wir die Dinge auch eingebaut, damit Sie selbst dahinter kommen, als Übertest oder sowas. Nee, haben Sie natürlich nicht. Also, insgesamt ein hervorragendes Paket mit vernachlässigbaren Macken und für jeden, der sich mit dieser Technologie befassen will und mit Erfolg einsteigen will in das Thema, dem würde ich raten, guck dir das Ding genau an. Und dann sieh mal zu, was der Weihnachtsmann bringt. Vielleicht ja auch vorher. Es gibt ja auch Leute, die haben Geburtstag. Heinz. Schönes Teil. Muss ich mir mal überlegen. Ein bisschen C kann ich ja noch, so aus grauer Vergangenheit. Aber ich habe ein ganz anderes Thema. Microsoft steht ja seit Windows 8 schwer in der Kritik. Man sagt, ihr habt da eine Benutzeroberfläche geschaffen, die die Benutzer nicht wollten. Wenn wir jetzt mal auf den Bildschirm schneiden, sehen wir, das sieht fast so aus wie Windows 8. Okay, hier oben rechts gibt es so einen absaufenden Fisch.
den sieht man auch beim Installieren, denn das ist der Technology Preview, so nennt sich das, von Windows 8.1, das jetzt irgendwann Ende des Sommers kommen wird. Im Prinzip ist das ja wieder eine ganz normale Windows-Benutzeroberfläche, die man vorher hat. Also wenn man draufklickt, kommt man auf die normale Benutzeroberfläche. Und hier kommt das, was Microsoft so unheimlich hier unten rechts als Innovation ankündigt. Der Startknopf ist wieder da. Wer jetzt Hurra schreit, schreit viel zu früh. Wenn man dann darauf klickt, auf den Startknopf mit der ganz normalen, der linken Maustaste, erhält man wieder das Kachelbild, das für das Windows 8 ja in der Kritik ist. Wenn man allerdings, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich wieder zurückkomme, das geht mit der Escape-Taste, wenn man da mit der rechten Maustaste draufklickt, dann hat man ein paar mehr Funktionsauswahlen und im Prinzip ist das, was man sonst in der Systemsteuerung wiederfindet. Man kann also Datenträger verwalten, man kann Programme installieren, deinstallieren und so weiter. Und man kann Bildschirmauflösung einstellen, all das. Und man kann den Rechner damit herunterfahren. Also, dass man nicht mehr umständlich über die rechte Seite gehen muss, muss wischen, dass man dann auf den Ausschaltknopf geht, sondern das geht dann schon damit. Also, wie gesagt, es ist eine Evaluierungskopie. Man muss mal schauen, was Microsoft wirklich daraus macht. Ich habe damit nicht viel testen können bis jetzt. Das Ganze läuft auch nicht direkt auf der Maschine. Ich werde ja nicht meinen Rechner mit irgendeiner Testsoftware versauen, sondern das läuft auf VirtualBox, also auf einer virtuellen Maschine. Der habe ich auch nicht allzu viel gegeben. Die hat in dem Falle 3 Prozessorkerne gekriegt. Das kann man hier, der Task Manager ist genau der, den man sonst in Windows 8 kriegt. Also hier bei der Leistung. Ich habe ihm 3 Prozessorkerne gegeben, deswegen sieht man hier auch die 3 Prozessoren laufen. Die Performance scheint identisch zu sein mit Windows 8. Man muss mal schauen, ob das schon reicht, um wirklich wieder die Windows-Fans, die ja so sehr an den Startknopf gewöhnt waren, zurückzugewinnen. Es ist eine Verbesserung gegenüber Windows 8.0. Da waren manche Ecken sehr, sehr eckig. Manche Ecken eckig, klar, sonst wären sie keine Ecken. Also manche Ecken waren sehr, sehr schwierig. Aber man muss wirklich schauen, ob das reicht. Ich bin gespannt, wenn die Version raufkommt. Ich werde sie mir installieren, weil Windows 8 ist zwar schön, aber es sind doch ein paar Ecken, die mag ich nicht so sehr. Der Wolfgang hatte soeben Hardware. Ich habe auch Hardware. Sag mal. Den kennst du? Den kenne ich. Den hatten wir schon ein paar Mal dabei. Aha. Der Raspberry Pi. Kannst du da mal irgendwas rausholen davon? Da kann ich nur das ganze Board rausholen. Ja, aber kann ich irgendwo was anderes da rausholen? Ja, hier gibt es einen IO-Bereich, da kann ach, man ein Board draus ach, machen. Heinz. Ich habe, als ich dieses Buch gesehen habe hier, da habe ich an dich gedacht. Und genau da, das, was du nicht kannst, steht hier drauf. Holen Sie das Letzte raus aus Ihrem Raspberry Pi. Wenn du das gelernt hast, dann weißt du das. Also der Christian Immler hat hier ein gutes Buch geschrieben. Ich habe mir das mal angesehen. Mhm. In der Hauptsache steht Linux mit. Ja klar, wenn man da eine Karte reinsteckt, hat man irgendein Linux-Derivat. Ganz genau. So, und das Ding da. Also das Buch ist sehr umfangreich, sehr gut bebildert, sehr, sehr viele Beispiele da drin. Und sowas. Steht da auch, wo die Libraries sind, die ich nicht finde. Ja, das steht gut. Auch. Und wie du da draufkriegst und so weiter. Alles das steht da drin. Also ich denke, da sollte man einfach mal einen Blick drauf werfen. Kostet 30 Euro. Kannst du dir das leisten? Ich werde mal mit meinem Finanzminister reden. Ich schenke dir. Der Trick war doch gut, ne? Ja, klar. So. Jetzt haben wir noch eine Minute zu reden. Was reden wir jetzt noch? Wir brauchen nicht viel zu reden. Wir sollten vielleicht mal sagen, dass man die Hemden, die wir anhaben, Köffi erwerben kann. Nein, die sind verschwitzt, also das geht nicht. Die in neuer Version. Ach so. Entschuldigen Sie sich bitte. Ach, diesen Hemdentyp. Diesen Hemdentyp, auch mit diesem Aufdruck. Es gibt T-Shirts, es gibt, was ich jetzt öfter brauche, Kappen. Denn wir haben zur Zeit ja ein etwas besseres Wetter. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, du hast ja noch Haare. Eine verbrannte Glatze ist das Schlimmste, was es gibt. Aha. Das ist für alle anderen lustig, aber selber meint man, das geht denn mit schwarzem Tee drauf und so. Schwarzem Tee auf der verbrannten Glatze? Ja, Handtuch in kaltem schwarzem Tee und dann oben drauf, das mildert die Schmerzen. Also wir haben Erfahrung aus der Praxis von einem geschädigten, kopfgeschädigten Menschen. Ja, wir tun den Daumen nach oben, sagen tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Und wehe, wenn nicht. Dann gucke ich euch nicht mehr an.